Einleitung zum Buch »Frei sein statt frei haben« von Katharina Bruns und Sophie Pester. Selbstständig werden und die Freiheit des eigenen beruflichen Weges erleben. Das ist es, was dich in dieser Buchzusammenfassung erwartet. Die Autorinnen, die selbst während ihrer Festanstellungen ihr erstes Geschäft aufgebaut haben, laden dich ein, Ideen und Mut für den Schritt in die berufliche Freiheit zu sammeln. Ob du aus Notwendigkeit handelst oder bewusst die Entscheidung triffst, mehr Unabhängigkeit anzustreben, die Selbstständigkeit wird immer häufiger zur Wahl für Arbeitnehmer. In »Frei sein statt frei« teilen die Autorinnen ihre positiven Erfahrungen, um dich zu motivieren, den Weg in die berufliche Freiheit zu beschreiten. Hier erfährst du, warum auch du selbstständig werden solltest und wie du es angehen kannst, ohne zwingend das nächste große Start-up zu gründen. Stattdessen geht es darum, deine Leidenschaft oder Idee zu deinem Broterwerb zu machen und die Freiheit zu nutzen, anstatt in der Arbeit zu versinken. In dieser Buchzusammenfassung erfährst du außerdem, was Do-It-Yourself mit Selbstständigkeit zu tun hat, welche beiden Geister in jedem von uns existieren und warum du den Geist der Selbstständigkeit aktivieren solltest, warum Selbstständigkeit oft mit Selbstüberwindung einhergeht. Lass uns gemeinsam auf eine Reise gehen, die dich inspirieren und unterstützen wird, auf dem Weg zu beruflicher Freiheit und Selbstverwirklichung. Kernaussage 1. In der Selbstständigkeit wird deine Arbeit zu deiner selbstgewählten Lebensaufgabe. Stell dir vor, du stehst jeden Morgen voller Schwung und Begeisterung auf, freust dich auf die Arbeit und siehst sie als einen integralen Teil deines Lebens. Das mag wie eine unerreichbare Utopie erscheinen, aber in Wahrheit liegt es in deiner eigenen Hand. Selbstständigkeit bedeutet Freiheit, da du nur in deinem eigenen Unternehmen vollständige Kontrolle über die Inhalte und Arbeitszeiten hast. In der heutigen Zeit sind viele Aspekte unserer Arbeit stark strukturiert und vorgegeben. Wer nach mehr Selbstbestimmung strebt, muss dem Prinzip des Do-It-Yourself folgen und seine Freiheit aktiv gestalten. Die Autorinnen selbst haben diesen Weg beschritten, indem sie Supercraft gründeten, ein Abo-Modell für kreative Bastelmaterialien, und Lemon Books, eine Designplattform für individuelle Notizhefte. Beide haben den Schritt in die Selbstständigkeit aus einer Festanstellung gewagt. Die Selbstständigkeit ist jedoch kein Selbstläufer. In der Generation unserer Eltern wurden Berufswahlentscheidungen oft durch gesellschaftliche Konventionen und Eltern beeinflusst. Viele Menschen empfinden daher wenig Erfüllung in ihrem aktuellen Beruf, obwohl sie tief im Inneren den Wunsch haben, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Selbstständigkeit eröffnet die Möglichkeit, diesen Wunsch zu verwirklichen, bietet persönliche Freiheit und die Chance, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Lass dich also nicht von der Idee der Firmengründung abschrecken, denn in jedem von uns steckt das Potenzial für unternehmerisches Handeln. Wichtiger als Mut sind kalkulierbare Risiken, Antrieb und eine klare Vision. Obwohl in vielen von uns ein Unternehmergeist schlummert, wird uns oft die Vorstellung vermittelt, dass die Anstellung in einem Unternehmen die gesellschaftliche Norm ist. Doch das Wort Beruf leitet sich von Berufung ab, einer Aufgabe, die wir uns selbst wählen und die all unsere Talente zur Entfaltung bringt. Das bedeutet auch, dass die Motivation zur Gründung nicht allein aus dem Wunsch nach Freiheit kommen sollte, sondern aus einer konkreten Vision. Das Selbstbewusstsein als Unternehmer wächst mit der Erlangung der notwendigen fachlichen Expertise. Selbstständigkeit erfordert zweifellos harte Arbeit, aber sie sollte nicht deine einzige Lebensaufgabe sein. Damit die Selbstbestimmung am Ende tatsächlich mehr Freizeit und Raum für Familie schafft, ist ein effizientes Zeitmanagement von entscheidender Bedeutung. Grundsätzlich haben wir alle das Potenzial zur Selbstständigkeit. Aber wie gehst du konkret vor? Kernaussage 2. Bringe den Künstler und den Unternehmer in dir in Einklang. Selbstständigkeit bedeutet, eigenverantwortlich zu arbeiten, ohne klare Anleitung. Dies mag zunächst als große Herausforderung erscheinen, doch im Grunde tragen wir alle die Fähigkeiten dazu in uns. Denn in jedem von uns schlummert sowohl ein kreativer Schöpfergeist als auch ein unternehmerischer Denker.
Hierbei steht der Begriff Künstler weniger für klassische Maler oder Autoren, sondern vielmehr für die Schöpferkraft und die Freude an Gestaltung, die in uns allen vorhanden sind. Es handelt sich um die Fähigkeit, im Alltag nach neuen und innovativen Lösungen zu suchen. Künstler kritisieren nicht nur den Status quo, sondern schaffen etwas Neues und Eigenständiges. Dennoch ist die Kunst allein oft nicht ausreichend, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Daher ist auch der unternehmerische Teil unserer Persönlichkeit gefragt. In jedem von uns steckt ein Unternehmer. Dieser wirtschaftlich denkende Unternehmer vereint den Wunsch nach Freiheit, Pragmatismus und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, um einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Er sucht nach Wegen, wie aus Kunst oder Kreativität Einkommen generiert werden kann, denn letztendlich ist man nur dann wirklich selbstständig, wenn man sich selbst finanzieren kann. Der Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmertum liegt darin, diese beiden Aspekte unserer Persönlichkeit, den kreativen Schöpfer und den pragmatischen Unternehmer, in Einklang zu bringen. Wenn der Künstler und der Unternehmer in uns nicht kooperieren, laufen wir Gefahr, entweder schlecht entlohnt oder hoffnungslos gestresst zu sein. Um beide Aspekte in uns zu aktivieren, sollte die Selbstständigkeit nicht aus der Notwendigkeit heraus entstehen, sondern bewusst als Chance wahrgenommen werden. Manchen fehlt die Inspiration des Künstlers, weshalb sie erfolglos den Erfolg anderer nachahmen und letztendlich lediglich gewöhnliche Geschäfte gründen, wie Imbissstände oder Cafés. Anderen wiederum mangelt es nicht an innovativen Ideen und Kreativität, jedoch fehlt es an ökonomischem Denken, was dazu führt, dass ihre innovativen Produkte und Angebote nicht am Markt ankommen. Der Weg zum Erfolg besteht darin, die Balance zwischen diesen beiden Charakteren zu finden. Dies erfordert sicherlich Mut, aber vor allem die Freude am Experimentieren und der Umsetzung eigener Ideen. Wer es schafft, den Unternehmer und den Künstler in sich zu vereinen, kann innovativ und erfolgreich sein und aktiv zur Gestaltung der Gesellschaft beitragen. Aber wie setzt man dies in der Praxis um? Kernaussage 3. Alles beginnt mit dem unternehmerischen Selbstbewusstsein. Viele Unternehmer versuchen oft, Seriosität und Erfolg nach außen zu tragen. Doch der selbstbewusste Unternehmer glaubt an sein Unternehmen und tritt authentisch und glaubwürdig auf. Die Grundlage für unternehmerisches Selbstbewusstsein sind Zufriedenheit und Gelassenheit. Unser Selbstbewusstsein erhält Nahrung durch Rückmeldungen, Anleitungen und Lob. Viele glauben, dass sie dies nur in der Sicherheit einer Festanstellung bekommen können. Doch das ist ein Irrtum, denn die Sicherheit eines Unternehmers liegt in seiner Selbstsicherheit. Positive Rückmeldungen kommen von Kunden, die Aufträge erteilen und Produkte kaufen, und viele von ihnen geben Feedback und Lob. Selbst in Festanstellungen erkennt man ein gutes Arbeitsklima oft daran, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern vertrauen und ihnen Selbstständigkeit gewähren. Ähnliche Dynamiken finden sich in Freelancer-Netzwerken, in Teamarbeit oder durch die Unterstützung von Mentoren. Der entscheidende Antrieb sollte dein Enthusiasmus sein, so wie beim Sport, wo die Motivation zum Laufen länger anhält, wenn es Spaß macht, anstatt nur Gewicht zu verlieren. Auf dem Weg zum unternehmerischen Selbstbewusstsein wirst du auf viele Hindernisse stoßen. Es wird immer Menschen geben, die dein Scheitern vorhersagen. Stattdessen solltest du nach Menschen suchen, die dir Möglichkeiten aufzeigen und optimistisch sind, denn in der Selbstständigkeit gibt es immer Unsicherheiten. Statt von vornherein aufzugeben, geht es darum, kreativ mit den unbekannten Variablen umzugehen und nicht funktionierende Projekte notfalls aufzugeben. Häufig bist du selbst dein größter Verhinderer, sei es aufgrund von Perfektionismus oder der Angst vor Kritik und Misserfolg, die dich daran hindern, aktiv zu werden. Die Kunst besteht darin, deine eigenen Widerstände zu verstehen. Selbstüberschätzung solltest du mit spielerischer Gelassenheit begegnen und lernen, dass Scheitern zum Prozess gehört. Scheitern betrifft nur das Handeln in einem bestimmten Bereich, nicht deine gesamte Persönlichkeit. Zusätzlich hilft der Austausch mit anderen Gründern auf Events oder das Netzwerken in Coworking Spaces, um aus den Fehlern anderer zu lernen.
Und nicht zuletzt solltest du niemals dich selbst oder deine Produkte unter Wert verkaufen, denn Erfolg kommt, wenn du an das glaubst, was du tust. Sobald du dein unternehmerisches Selbstbewusstsein entwickelt hast, kann die Selbstständigkeit Fahrt aufnehmen. Kernaussage 4. Dein Unternehmen benötigt ein Konzept und finanzielle Mittel. Während alles mit einer Idee und unternehmerischem Selbstbewusstsein beginnt, ist für einen erfolgreichen Start deines Unternehmens ein durchdachtes Geschäftskonzept und ausreichend Kapital erforderlich. Um deine großartige Idee in ein solides Geschäftskonzept umzusetzen, musst du nach dem Mehrwert deines Produkts fragen. Dabei ist es entscheidend, nicht zwangsläufig etwas völlig Neues zu erfinden, sondern stattdessen nach alltäglichen Problemen zu suchen und Lösungen zu entwickeln, die das Leben bereichern. Um dies zu erreichen, musst du dich von der Perspektive eines Angestellten und Konsumenten lösen, denn nur der Unternehmer in dir kann Geschäftspotenzial erkennen und eine geeignete Nische finden. Es reicht also nicht aus, nur von deiner Geschäftsidee begeistert zu sein. Deine Begeisterung für kuschelige Handyhüllen mag persönlich sein, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie sich auch verkaufen werden. Viel wichtiger ist, dass dein Konzept auf konkreten Bedürfnissen basiert, zum Beispiel, indem deine Hüllen Handys widerstandsfähiger machen. Dein Produkt sollte den Menschen die Möglichkeit zur Befähigung bieten, zur eigenständigen Lösung alltäglicher Probleme sowie zur Identifikation mit einer Gemeinschaft von Nutzern. Zusätzlich benötigst du die notwendige Finanzierung und musst entsprechende Entscheidungen treffen. Du solltest dich grundlegend fragen, wie unabhängig du sein möchtest. Die Gründung eines Unternehmens erfordert immer finanzielle Mittel, aber die Aufnahme von Fremdkapital kann zu Abhängigkeit und höheren Risiken führen. Eine Option ist das Crowdfunding, bei dem jedoch der Fokus oft vom Konzept auf die Art der Präsentation und von Käufern auf Unterstützer verschoben wird. Weniger empfehlenswert sind Kredite von wachstumsorientierten Risikokapitalgebern, denn wer sich auf Gewinnmaximierung konzentriert, ist in der Realität alles andere als unabhängig. Die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten kann zudem wertvolle Ressourcen von der eigentlichen Arbeit ablenken. Die größte Unabhängigkeit von Investoren oder Kreditgebern bietet daher in der Regel die Eigenfinanzierung. Sie kann vorübergehend zu finanzieller Einschränkung führen, bewahrt jedoch deine unternehmerische Freiheit und erhöht deinen Anreiz, das Konzept zu perfektionieren und Einsparungen zu finden. Wenn du in der Selbstständigkeit Freiheit wahren möchtest, solltest du dein Unternehmen nicht primär gründen, um maximalen Gewinn zu erzielen. Natürlich musst du dennoch Geld verdienen, was im nächsten Abschnitt behandelt wird. Kernaussage 5. Du sollst mit deinem Unternehmen Geld verdienen. Du darfst nicht allein deinem kreativen Talent freien Lauf lassen, denn als Unternehmer musst du aktiv daran arbeiten, regelmäßig Einnahmen für dein Geschäft zu generieren. Warte nicht darauf, dass Kunden von alleine zu dir strömen, sondern bringe dein Produkt aktiv an die Zielgruppe. Fokussiere dich dabei auf eine spezifische Hauptzielgruppe, deren Leben du mit Leidenschaft durch dein Angebot bereichern möchtest. Wenn du dich nicht ausreichend um diese Gruppe kümmerst, sie dir nicht zusagt oder du die gesamte Branche ablehnst, wirst du höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben. Sei sichtbar und authentisch in deiner Kommunikation. Entwickle eine eigene Botschaft, die nicht durch das bloße Wiederholen von Fachbegriffen vermittelt wird, sondern durch deine eigene, unverwechselbare Sprache. Nutze je nach Produkt unterschiedliche Kanäle wie soziale Medien, Kongresse und Fachzeitschriften, um deine Botschaft zu verbreiten. Allerdings bedenke, dass Social Media eine langfristige Kundenbindung fördert, aber auch Zeit in Anspruch nimmt. Nutze Social Media lieber gezielt und effektiv, anstatt halbherzig, und halte deine Versprechen in Bezug auf dein Produkt, wenn du zufriedene Kunden gewinnen möchtest. Das Verfassen deiner Texte, insbesondere am Anfang, verhilft dir zu klareren Gedanken und vermittelt Authentizität. Geld sollte nicht überbewertet werden, aber du benötigst es, um deine Freiheit zu gestalten. Um Geld zu verdienen, musst du zunächst deine Kosten ermitteln, einschließlich der Einkaufspreise, Mietkosten, Steuern und Versandkosten sowie deiner persönlichen Einlagen.
Setze diese Kosten in Relation zu dem, was deine Kunden bereit sind, für deine Produkte zu zahlen. Setze niemals Preise fest, die deine Kosten nicht decken und deine Arbeit nicht entlohnen. Eine kluge Strategie ist das Anbieten einer Preisspanne. Die meisten Kunden greifen zu Produkten aus dem mittleren Preissegment in einem Sortiment. In deinem Fall solltest du dein tendenziell umsatzstärkstes Produkt in dieser Mitte platzieren. Nehmen wir an, du verkaufst Fahrradtaschen und dein Sortiment reicht von Einsteigermodellen für 50 Euro bis zur Premium-Ausführung für 100 Euro. Dein aufwendiges Spitzenprodukt sollte sich preislich in der Mitte befinden, bei 80 Euro, denn das wird von den meisten Kunden gekauft. Dennoch erfordert die Gründung eines Unternehmens einige strategische Entscheidungen. Kernaussage 6. Du benötigst eine Unternehmensstrategie und ein langfristiges Ziel. Wie zu Beginn erwähnt, ist die Selbstständigkeit von Natur aus offen und bietet wenig Vorgaben. Das bedeutet, dass du als Selbstständiger viele Entscheidungen eigenständig treffen musst. Eine klare Unternehmensstrategie und ein langfristiges Ziel helfen dir, den richtigen Kurs zu halten. Eine solide Unternehmensstrategie erfordert mehrere, sorgfältig durchdachte Entscheidungen. Ein Businessplan ist wichtig, dient jedoch letztendlich vor allem dazu, andere von deinem Vorhaben zu überzeugen. Entscheidender für deine Planung und Entscheidungen ist ein Kostenplan. Denke darüber nach, welche Verkaufskanäle du nutzen kannst und versuche, Zwischenhändler zu vermeiden, um wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Es könnte sich auch lohnen, gemeinsam mit einem Partner zu gründen, um die Kompetenzen zu bündeln und die Risiken zu minimieren. Überlege, wie und mit wem du generell zusammenarbeiten möchtest und an wen du Aufgaben delegieren kannst. Suche nach Gleichgesinnten, Macher und Influencern in deinem Marktsegment, die gut zu deinem Unternehmen passen. Setze dir langfristige Ziele und reflektiere deine Motivation, um nachhaltig zu wachsen. Indem du langfristig eine bestimmte Zielgruppe oder einen bestimmten Marktwert anstrebst, kannst du viele Entscheidungen danach ausrichten und sie leichter treffen. So bleibst du flexibel und kannst dich an deinem 5- oder 10-Jahresplan orientieren. Du vertraust deinem eigenen Plan, anstatt dich von kurzfristigen Umständen oder Meinungen anderer leiten zu lassen. Fürchte den Wettbewerb nicht, sondern nutze ihn als Ansporn für qualitatives Wachstum. Gewinne sind wichtig, aber ihre Maximierung ist nicht zwangsläufig das Ziel. Wenn du den Mehrwert deines Produkts für die Gesellschaft erkennst, wächst dein Unternehmen in erster Linie in qualitativer Hinsicht und du gestaltest aktiv mit, in welche Richtung sich die Welt bewegt. Mit diesen Ratschlägen und Erkenntnissen bist du bestens gerüstet für unternehmerischen Erfolg. Kernaussage 7: Die Do's und Don'ts der Selbstständigkeit. Wir sind alle mit den Do's und Don'ts aus verschiedenen Ratgebern und Insider-Tipps vertraut. Aber welche Grundsätze sollte man in der Selbstständigkeit befolgen? Die wichtigste Botschaft der Do's lautet: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Habe Vertrauen in dich selbst, dein Unternehmen und deine Partner. Wenn der Mehrwert deines Produkts klar an alle Beteiligten kommuniziert wird, erhält die Arbeit einen Sinn und die Motivation steigt. Deine authentische Überzeugung von der gemeinsamen Mission strahlt auch auf die Kunden ab. Natürlich wird es nicht an Gegenwind und Kritik mangeln, aber höre lieber auf deine Fans und Kunden, denn dein unternehmerisches Selbstbewusstsein wächst durch Erfolgserlebnisse. Zum Vertrauen gehört auch, immer das langfristige Ziel im Auge zu behalten. Auf diese Weise bewahrst du die Ruhe, wenn auf eine Phase des Ansturms und Andrangs einmal eine Flaute folgt. Damit Wachstum niemals zum Selbstzweck wird, solltest du dem Prinzip lieber frei als groß folgen. Einer der größten Vorzüge der Selbstständigkeit ist die Freiheit, kreativ und spontan zu experimentieren, um dein Produkt voranzubringen. Natürlich gibt es auch ein paar Don'ts zu beachten. Verkaufe dich niemals unter Wert. Wenn du dir des Mehrwerts deiner Idee bewusst bist, sollte deine Wertschätzung für die eigene Arbeit in angemessenen Preisen für dein Produkt zum Ausdruck kommen. Verliere dich nicht in unwichtigen Details, sondern nutze die unternehmerische Freiheit, um Aufgaben zu delegieren und den Kopf frei für deine eigentlichen Pläne zu haben.
Der Kundenservice ist das Einzige, was du niemals aus der Hand geben solltest. Kümmere dich immer persönlich um deine Kunden, denn ohne sie ist dein Produkt wertlos. Versuche nicht sofort den großen Sprung zu machen, sondern arbeite konzentriert und sorgfältig von einem Zwischenziel zum nächsten. Die Do's und Don'ts sind natürlich nicht in Stein gemeißelte Gebote, aber sie können dir helfen, den Weg zum Erfolg in der Selbstständigkeit zu finden. Kernaussage 8. Hole dir Unterstützung im Kampf gegen die vielen Formalitäten. Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Dieser lebensbejahende Refrain wird den Deutschen zugeschrieben und verdeutlicht, was dich in der Selbstständigkeit an bürokratischen Hürden erwartet. Tatsächlich führt der Weg zur Unternehmensgründung über zahlreiche bürokratische Anforderungen und formelle Entscheidungen. Die erste Frage, die sich stellt, ist, ob du Freiberufler oder Gewerbetreibender sein möchtest. Wenn du beispielsweise T-Shirts entwirfst, erbringst du eine freiberufliche schöpferische Leistung, aber wenn du sie bedruckst, betreibst du ein Gewerbe. Beide Status haben eigene Pflichten, wie beispielsweise die Pflichtmitgliedschaft in der IHK für Gewerbetreibende. Eine falsche Klassifizierung kann teure Konsequenzen haben. Darüber hinaus gibt es viele weitere Entscheidungen zu treffen. Dein neues Unternehmen benötigt eine Rechtsform, die die Haftung und andere Aspekte regelt, und dies hängt im Wesentlichen von deinem Startkapital ab. Es gibt auch verschiedene Pflichtmitgliedschaften in Berufsgenossenschaften und Versicherungsanforderungen wie Haftpflicht und Unfallversicherungen. Darüber hinaus müssen Websites bestimmten Richtlinien entsprechen und beispielsweise ein Impressum enthalten. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Formalitäten, die auf Existenzgründer zukommen können. Um sicherzustellen, dass dich all diese Bürokratie weder deines Enthusiasmus noch deiner wertvollen Zeit beraubt, ist es ratsam, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Unwissenheit mag manchen ein Segen sein, aber sie schützt Unternehmer nicht vor möglichen Straftaten oder Steuervergehen. Daher ist es wichtig, sich so weit wie notwendig mit den geltenden Regelungen vertraut zu machen und für den Rest professionelle Hilfe zu suchen. Insbesondere bei komplexen Fragen des Urheberrechts, des Patent- und Domainschutzes können spezialisierte Anwälte dazu beitragen, dass alles effizient und sorgfältig geregelt wird. Es ist wichtig, nur mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, die ihre Arbeit genauso leidenschaftlich lieben wie du deine. Nur so kann beispielsweise eine Steuerberatung ihrem Namen gerecht werden. Zusammenfassung zum Buch »Frei sein statt frei haben« von Katharina Bruns und Sophie Pester. Mit diesen letzten Ratschlägen kannst du endlich dein Leben in der Selbstständigkeit beginnen. Die gesamte Kernaussage dieses Buches lautet: Selbstständigkeit ist keine Pflicht oder Last, sondern eine Gelegenheit, Arbeit auf eine alternative und selbstbestimmte Weise zu leben. Wenn du in der Lage bist, den Künstler und den Unternehmer in dir zu vereinen, wirst du die Freiheit eines Selbstständigen wirklich schätzen. Um dieses Ziel zu erreichen, musst du von Anfang an sorgfältige Entscheidungen treffen und dein unternehmerisches Selbstbewusstsein stets im Fokus behalten. Konkrete Schritte zur Umsetzung. Erstens, teile den Schritt in die Selbstständigkeit in viele kleine Schritte auf. Bereite dich bereits im sicheren Angestelltenverhältnis vor, um den Druck zu verringern und Zeit für Experimente, Kundenakquise und Konzeptarbeit zu haben. Zweitens, halte an deinem Ziel der Unabhängigkeit fest, selbst wenn dir dein aktueller Arbeitgeber eine Gehaltserhöhung anbietet, um dich zu halten. Drittens, konzentriere dich auf das Wesentliche. Viele Gründer verlieren sich in unwichtigen Details, bevor sie auch nur den ersten Euro verdienen. Experimente sind gut, aber fokussiere dich auf die zentralen Aspekte deiner Existenzgründung. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden.
Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!